Hey Leute, willkommen zurück zu Roguebook. Ich muss kurz vorab noch was loswerden. Ich habe ja momentan die Abstimmung noch laufen. Ich lasse die auch noch laufen. Aber ich glaube, ihr wollt mich echt trollen, oder? Weil jetzt haben 27 Leute abgestimmt. Also nochmal kurz. Es ging darum, dass ich ein bisschen zu kürzen muss, was Projekte angeht. Und ich habe gesagt, eins von dreien mache ich weiter. Und jetzt haben 27 Leute abgestimmt bisher. Und jedes Spiel hat jetzt genau 33%. Ihr wollt mich doch echt trollen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Das ist mal eine ganz klare Botschaft. So, da haben wir eine Laternenfee. Wir haben da nur noch ein Feld, da kommen wir erstmal nicht hin. Wir haben 249 Gold. Ich würde vielleicht... Ich weiß auch nicht, ne? Man hat hier halt eine Menge Möglichkeiten, ob ich jetzt erstmal sage, okay, ich ziehe jetzt keine Karten und gucke lieber dann hier, ob ich mir vielleicht so ein Relikt kaufe. Oder so ein Schatz, wie es hier in diesem Spiel, glaube ich, heißt. Der Fächer könnte halt schon, ja, könnte mal nett sein, aber ich würde halt eher nochmal sowas wie Beförder nehmen oder einen Kampfwüstling. Obwohl, das ist halt, wenn der Held Schaden nimmt. Das heißt, Block zählt nicht, ne? Gut, aber das könnte... Ja, obwohl, das ist immer nur eins. Das ist halt... Finde ich jetzt erstmal nicht so toll. Oder ich blick da gerade was nicht. Ach, Quatsch. Was rede ich denn da? Das ist Energie. Mana. Ich dachte, der kriegt dann Geist. Aber ich krieg dann ja Mana. Von daher, okay. Flammenhai, ja, die Karten hier. Ich hätte vielleicht nochmal befördern gern. Oder ich könnte das mal mit dem probieren, weil wir haben ja nicht so viel Energie. Dafür muss halt ein Held auch Schaden nehmen. Und er ist geistlos, den muss ich dann auch erstmal spielen. Von daher, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde eher sowas wie befördern nehmen. Ich glaube, ich kaufe mir die Karte jetzt hier auch direkt. Und ich überlege gerade, das könnte ich dann halt auch da reinsetzen, aber das spare ich mir erstmal noch. So wichtig ist das erstmal nicht. Dann, nee, Moment, das kann ich da nicht reinsetzen, weil es muss ja ein Verbündeter sein. Gut, wir gucken jetzt hier schon mal ganz kurz. Folge dem Boss. Nach vorne, ein Verbündeter, der aggressiv ist, soll angreifen. Für null. Oh, das könnte natürlich auch gut werden. Aber der muss dann vorne sein. Oh Gott, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was ich hier nehmen soll. Auch dieses Triton-Bankett, beschwöre 7 Frösche. Erhöhe den Geist aller anderen Verbündeten um 1. Ja. Ausbilder zu Beginn eines Zuges erhält der hintere Held Stärke in Höhe des Triton-Ausbilder-Geistwerts. Das könnte ich halt auch noch ganz gut nutzen, aber wirklich brauchen tue ich das jetzt auch nicht. Folge dem Boss wäre, glaube ich, ganz cool. Sowieso eigentlich immer, weil die meisten dann auch genug Schaden machen können. Dann könnte ich halt schon mal so 8, 9 Damage machen. Ich glaube, ich nehme das mal mit. Die Karte hatte ich bisher auch noch nie. So, aber ich würde sagen, erstmal, das sollte von den Karten her reichen. Ich könnte vielleicht noch mal schauen, dass ich die eine oder andere noch entferne. Oder vielleicht noch mal eine bessere Blockkarte kriege. Das wäre, glaube ich, noch ganz cool. Aber so ist das eigentlich erstmal... Okay, so. Du willst Damage machen. Wir haben jetzt so viel Energie. Ich nehme direkt mal Beschleunigen. Einmal Verteidigen. Einmal Befördern. Und können wir auch beides direkt spielen. Beziehungsweise ein Verbündeter. Okay, es muss nicht der erste sein. Ich lese momentan wieder alles falsch irgendwie. So, da hat er ein bisschen Schaden bekommen. Aber das ist kein Problem, weil wir haben auch wieder Crocs Abendessen hier. Das müssten wir jetzt eigentlich komplett blocken. Was jetzt, glaube ich, nicht funktionieren wird. Das ist jetzt alles... Das gebe ich mal dir. Und dann können wir... Das spiele ich jetzt nochmal verteidigen. Dann können wir das auch blocken. So.
Ich finde die Verbündeten schon super. Die Gefahr ist immer so ein bisschen, dass das einfach zu lange dauert, bis man damit dann vernünftig Schaden machen kann. Das ist halt das Problem, was ich an der Stelle so ein bisschen erstmal sehe. Wir können direkt das nochmal spielen. Und den Rest brauchen wir jetzt. Gut, ich kann das halbieren, aber ist jetzt eh egal. Weil du bist tot. Drei Felder irgendwo auf der Karte. Damit kommen wir jetzt noch nicht so weit. Es wären halt, ja gut, ne? Ich könnte dahin, aber will ich die dafür direkt nehmen? Oder nehmen wir erstmal hier eine und nehmen den Kampf da noch mit, in der Hoffnung, da irgendwas Brauchbares dann auch zu kriegen. Okay, das Jakapult. Dann auf jeden Fall beschleunigen. Zweimal verteidigen, mache ich direkt. So, Kappa-Studium, wir haben halt so viel Energie, dann passt das eigentlich ganz gut. Und die Kampfkröten dürfen natürlich nicht fehlen. So, das Jack muss auf jeden Fall möglichst schnell draufgehen. Die Frage ist, es ist halt jetzt schon wieder so viel Damage. 20. Ja, das würde ich halt schon eigentlich nehmen wollen. Die Frage ist halt nur, es wird halt so nicht reichen, aber die können den dann trotzdem erledigen. Dann machen wir das so. Und dann ist halt jetzt echt die Frage, ich glaube, ich spiele jetzt mal Crocs Abendessen. Und ja gut, das bringt es jetzt halt auch nicht so richtig, ne? Also, ja. Können wir machen. Dann kriegst du jetzt Schaden, aber wir haben ja Crocs Abendessen. Dann muss ich das noch, oder den noch ein bisschen buffen. Oder das Abendessen buffen. So, da haben wir befördern. Dann werde ich das auf jeden Fall jetzt erstmal. Kostet halt auch direkt 2. Das Halbieren ist schon mal eine gute Idee. Ansonsten, ich befördere dich trotzdem so. Da kriegt er jetzt nochmal Schaden. Das sollten wir eigentlich ganz gut gegenheilen können. Und er hat auch gleich schon 25 voll, von daher. Ich hätte gern noch so einen Mana mehr in jeder Runde. So, dann spielen wir die, dann gebe ich dir das. Und boah, das sind 26 Damage, das ist halt doch schon, das ist schon irgendwie ein Problem, so ein bisschen. Ich spiele, machen wir das so. Das ist jetzt alles nicht so toll. Dann spiele ich jetzt doch hier einmal verteidigen, weil sie halt sich dann eh wieder hoch, bevor er dann noch mehr kassiert. Dies Beschwören bremst mich halt voll aus. So, wir haben ein paar Schläge. Da 17 Damage, ein bisschen Block. Ich würde jetzt erstmal gucken. Du gehst halt nach vorn. Das ist halt nicht so praktisch. Das wären 19, 21, 26. Das wird halt auf keinen Fall reichen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wobei. Wir können erstmal. Wir können das erstmal so machen. Dann haben wir hier noch. Das wären 18. 32, das reicht dafür. Das passt nicht ganz. Dann würde ich halt. Na komm, dann nehme ich die Karte. Und dann. 32. Moment, wie war das? 21, 26, das 19, 21, 26. Du hättest dann 6. Moment. Passt das jetzt oder passt das nicht? Es sind sogar 9. Also wenn ich jetzt hier angreife, dann hast du 24.
dann passt das. Vier Felder, das ist auch so ein bisschen... Ah, der Schild wäre schon super, aber da kommen wir nicht so einfach hin. Also wenn, dann würde ich den, glaube ich, zuletzt mitnehmen wollen. Ansonsten, wir haben hier direkt zwei Feen. Da oben ist noch eine Edelsteinmine. Wäre natürlich auch nett irgendwie, ne? Aber ich glaube... ich probiere... Ach, das ist blöd. Das ist blöd. Wir gehen dann doch da oben hin. So, Karte ziehen. Ach, das ist alles nicht so interessant. Dann nehmen wir das Gold auch erstmal mit und dann würde ich dann doch erstmal schauen, dass wir hier zur Edelsteinmine kommen. Genau, zwei Pinsel. Wir haben ja Edelmenge, von daher ist das kein Problem. So, Heilung brauchen wir diesmal ehrlich gesagt nicht so sehr. Vier Felder in gerader Linie, das wäre natürlich schon ganz nett. Da hätten wir einen Haufen Gold, da haben wir einen göttlichen Umhang. Wenn du am Ende deines Zugs Karten abwirfst, erhältst du blockgleich deren Gesamtkosten. Ja, okay. Wenn dies Blockfüge den vorderen Gegner stattdessen, ja, okay. Ich glaube, dann würde ich halt eher die Seiten mitnehmen und hier die Tinte. Oder hier noch den Brunnen eventuell. Und da oben haben wir auch noch Phasenstein. Nachdem du diese gespielt hast, lege die Karte am Ende deines Zuges oben auf dein Deck zurück. Okay. Das wäre halt auch ganz nett. Ich glaube, ich gehe wirklich hier links lang. Oh, hallo. Die lebende Mauer. Reflektiert Schaden. Zwinge die Falle, bevor die Passage einstürzt. 110, okay. Wir brauchen auf jeden Fall Block. Und... uff, ob das rechtzeitig klappen wird. Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe da wirklich so meine Zweifel. So, auf jeden Fall können wir schon mal... Na super. Ich würde erst noch mal warten. Das wäre mehr Heilung. Acht Geist. Aber ja, das, dann würde ich eher das nehmen. Und dann geben wir das dir. Spiele ich auf jeden Fall noch Krogs Abendessen. Und beschleunigen nehmen wir einmal. Block haben wir so jetzt nicht können. Ja, ich könnte noch. Das ist doof. Ob das. Das könnte. Ich greife jetzt mal an. Ich greife jetzt mal an. So. Sie kriegt dann zwar Schaden, aber sie heilt sich auch immer ein bisschen. Und nach dem Kampf dann sowieso. Oder ich kann sie auch während des Kampfes noch heilen. Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. So. Dann nehmen wir einmal befördern bei dir. Dann. Einmal. Moment. Das mache ich mal bei dir. Weil ich will den auf jeden Fall hier jetzt erstmal ausschalten, bevor das einstürzt. Dann kann er sich halt nicht so hoch heilen. Weil das ist natürlich am besten. Wenn ich da diesen Gargoyle-Verschnitt habe und der kriegt dann Block. Und wenn wir Schaden machen, kriegen wir 6 Damage. Und wir haben aber dann genug Block und der greift dann auch noch an. Dann haben wir quasi doppelt gewonnen. So. Tja, Seiten oder... Ich glaube, ich würde dann eher... Das können wir jetzt leider nicht mitnehmen. Das ist halt echt ein bisschen schade. Weil ich kann... Ich werfe das ab und dann nehmen wir das mit, weil das sind auch mehr Felder. Und was das hier angeht... Brunnen ist okay, hier hätten wir aber direkt Seiten und noch einen Alchemisten. Dann würde ich halt hier oben hin wollen, denke ich mir mal so. Auch wenn das natürlich sehr verlockend ist, am Anfang dann noch Mana mehr zu haben. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon zum Teil 7 oder so. Dann möchte ich eher hier lang. Kristalltür, was hat die denn? Fallentimer, ja, ist klar. Kristalltür kann nur zerstört werden, wenn in einem Zug genau 33 Schaden verursacht werden.
Wann immer die Schaden verursacht, verliert es Leben in gleicher Höhe. Okay. Das ist jetzt nicht so ein toller Start. Oder? So ein Mist. Okay, aber das sollten wir doch hinkriegen. Jetzt habe ich leider die Angriffe hier nicht. Und du machst 13 Damage. Dann nehme ich jetzt erstmal Beschleunigen. Dann nehmen wir Crocs Abendessen. Befördern. Befördern mal das Abendessen. Und dann gucke ich. Wir brauchen 13 Damage. Wir brauchen 13 Damage. Das sollte doch machbar sein. So. Dann nehme ich jetzt nochmal Befördern. Jetzt habe ich hier schon wieder so Sachen, die mir nicht so wirklich helfen. Das stand doch in einem Zug. Das war doch in einem Zug, aber das war okay. Es war nach dem Zug. Der Zug ist quasi schon abgefahren. Verdammt. Ja, gut, dann können wir das hier mitnehmen. Yay. Die kenne ich ja auch noch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so viele unterschiedliche Sachen gibt. Die Hälfte des Schadens. Immer wenn die Helden eine Karte spielen, erhält diese drei Block. Oh Gott. Fallentimer bezwinge die Feuer. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Ich darf dich ja eigentlich nicht so wirklich angreifen. Ich kann. Ich spiele jetzt Kappa Studium. Vielleicht kriegen wir hier schon. Folge dem Boss. Ja. Machen wir das. Das wären 16. Oh Gott, ja. Ich will mal verteidigen. Das sollten wir aber eigentlich schon hinbekommen. So, da haben wir noch die Kröten. Teufelsschlag. So, noch ein Schlag. Ja, dich befördern wir noch einmal. Wäre natürlich super, wenn Befördern billiger wäre. Gut, aber konnte sich ein bisschen heilen und wir haben jetzt schon Raserei aktiviert für den nächsten Kampf. Das ist ganz nett. 9 Seiten, wunderbar. Aber ich frage mich gerade, bei welcher Karte wäre das denn eine gute Idee? Ich würde ja dann eher auf sowas tippen hier wie Befördern. Gut, da geht das jetzt nicht, aber hier könnten wir. Das war nochmal. Das Problem, was ich da gerade sehe, ist halt, dass die halt auch immer 2 Mana kostet. Dann kann ich nicht mehr viel sonst machen. Aber ich glaube, das ist für das, was ich hier versuche, die beste Option. Und das hier ist halt auch so ein Ding. Nach wie vor weiß ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Oder für was. Scharfsinnschlag, das wäre okay, dann setze ich das halt da rein, bevor ich die dann gar nicht nutze. Dann machen wir das so. Aber das liegt doch schon eine ganze Ecke besser. Gut, das ist ja super. Oh Gott, das ist ja auch super. Ja, so gern ich das hier mitnehmen würde, da kommen wir so nicht hin.
Obwohl könnten wir doch. Könnten wir doch. Oh nein. Genau, lauf ganz weit weg. Was für ein Quark. So, Geschichte-Karte ziehen. Gucken wir mal. Noch irgendwas Brauchbares. Heile 7 Leben. Erhöht die Stärke eines Helden oder den Geist eines Verbündeten. Einer Verbündeten-Karte um 1. Ja gut, kostet halt nichts, ist aber auch nur um 1. Von daher... Ich weiß nicht, so für sich. Das dauert dann irgendwie 10 Züge, bis die dann brauchbar ist. Ich glaube, ich verzichte. Ich habe jetzt schon ein paar Karten. Ich glaube, da verzichte ich drauf. So, aber wir werden auf jeden Fall eine Karte umwandeln. Und ich würde bei ihm hier direkt sagen, wir nehmen Schlag. Noch ein Rohling. Greife für 10 an, wenn dies ein Gegner tötet, greife nach vorn, greife für 8, dann erhalte 10 Zorn in Höhe des zugefügten Schadens. Zorn, das würde ich halt schon mitnehmen. Den jetzt nicht so unbedingt. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube eher sowas wie Zorn hier. Und da packe ich dann hier den roten Rubin mit rein. So eine normale Angriffskarte würde ich halt nicht nehmen, aber wenn uns das mehr Zorn gibt, dann auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Der Tag des jüngsten Gerichts ist gekommen. Wie plädierst du? Oh, wir können eine Karte entfernen. Mit Risiko, ja, ich zahl die 100 Gold und wir können eine Karte entfernen. So. Warum habe ich denn jetzt hier noch die Wunden drin? Ich bin verwirrt. Persönliche Verantwortung steht an erster Stelle. Die Helden nehmen ihr Schicksal mit Würde an und unterwerfen sich der Gnade des Gerichts. Gnade des Gerichts, eher Geldeintreiber. Nachdem sie ihre Strafe erhalten haben, sind sie von allen Verbrechen freigesprochen, wenn sie nur wüssten, welches Verbrechen es war. Ja, genau. Ganz genau. Bist so lange schuldig, bis du mir Geld gibst. Die Art von Verbrechen. Ja, ich müsste halt jetzt... Ah, das ist halt auch gerade wieder extrem blöd hier alles. Ich könnte hier das nochmal probieren. Dann haben wir ein bisschen Platz zu den beiden Feen. Und dann haben wir hier auch noch einen Juwelenstein. Rubin des Mutes. Bonusschaden in Höhe von, ja, von Mut. Ich habe keinen Mut. Erhalte plus... das ist Uhrzeitschädel. Dann hätten wir endlich mal was mit mehr Block. Und die würde ich dann halt vielleicht auch schon... einfach in Verteidigen reinsetzen. Was Besseres fällt mir da jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Dann haben wir jetzt 21 Block für 2 Mana. Ich glaube, das ist doch okay. So, dann haben wir jetzt auch Verbindung zu den beiden hier. Dann können wir vielleicht da noch was abgreifen. Dafür habe ich jetzt die 2 Pinsel genommen. Okay, wir befördern dich. Und dann sieht das doch schon ganz gut aus für den Anfang. Die anderen Karten waren jetzt echt nicht so brauchbar. Das ist halt super doof. Gerade wenn ich am Anfang so viel Mana habe, dann bräuchte ich vielleicht nochmal so 1, 2 Card-Draw-Karten. So, jetzt haben wir zwar 4, aber das ist auch alles ein bisschen... Toll, ich habe Beschleunigen. Ja, das ist super. So, ich gebe dir das. Weil dann kann er sich dann wieder hochheilen. Mann, das könnte echt noch schwierig werden, die Fee hier zu erledigen. Jetzt haben wir 3. Ich hätte noch mal befördern. Scharfsinnschlag. Ja, um allein das Block da wegzukriegen. Das wäre, glaube ich... Okay. So. Wir müssen Schaden machen. Deswegen würde ich halt vielleicht...
auf Befördern jetzt sogar verzichten. Und du kannst noch mal so draufhauen. Und es hat gereicht. Und Seifer hat wieder fast volles Leben. Gut, dann haben wir da einen Kampf. Dann haben wir hier noch eine Fee. Dann nehmen wir die erstmal mit. Wie schaut denn das jetzt aus? Wir haben direkt wieder befördern. Das ist halt echt schon praktisch, dass wir ihn hier schon haben. Den ollen Koboldwächter. So. Karten ziehen bitte und wir kriegen einmal befördern. Befördere ich dich auch direkt. Dann haust du einmal zu. Ah, das war jetzt doof. Ich hätte einen Teufelsschlag nehmen sollen, verdammt. Weil ich muss ja Schaden machen. Also richtigen Schaden. Keinen geblockten Schaden. Das ist alles ganz okay. Befördern würde ich nehmen. Dann würde ich das einmal nehmen. Dann einmal Seele absorbieren. Dann hast du noch 65 und minus 29. Ja, 36 könnte schwierig werden. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. So befördern hätten wir hier nochmal. Ich nehme auf jeden Fall den ollen Peitschenknall. Dann... Das sind 5. Das sind 4. Dann nehmen wir Crocs Abendessen. Das reicht nicht. Aber einen Zug haben wir noch. Die Kröten kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht spielen. Ne? Das Maximum war doch... Doch, das geht noch. War das Maximum 6, 7, 5, 6, 7, irgendwie sowas. Gut, dann hat das auch geklappt. Und dann hat er auch wieder volles Leben. Also das ist so viel angenehmer mit den beiden, was so das Leben angeht. Aber man muss halt trotzdem ein bisschen aufpassen. So bei den beiden ist das hier wieder so ein bisschen schwierig. So, einmal das Abendessen. Einmal Peitschenknall gebe ich dir, wobei ich hätte das auch... Ja, okay, ich hätte das ihm geben sollen wegen Block. Egal. Aber gerade wenn wir angreifen, machen die dann auch weniger Schaden. Das kommt natürlich dann mit Minions schon ganz gut. So, wir haben hier einmal Zorn. Da waren 17. Das Problem ist nur, ich kann dich erstmal halbieren. Da waren es 8. Dann spielen wir einmal Verteidigen. Und hier den Scharfsinnschlag. Dann können wir das auch blocken. Also bei denen muss man halt gucken, ne? Die muss man beide angreifen, wenn, also den, der gerade angreift. Oder es greifen dann beide an. Okay, wir könnten... Ich bräuchte... Es wird so nicht reichen. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas anderes. Dass das jetzt 0 ist, ist halt echt ein bisschen unschön. Er könnte sich das jetzt da vorne fangen. Und jetzt habe ich hier lauter Blödsinn. Das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Alle deine Verbündeten, die aggressiv sind, greifen an. Das ist ja schon nett irgendwie. Aber das ist ja super doof. Dann muss ich das jetzt bei dir da benutzen. Beziehungsweise das ist halt... Dann machen wir das so. So, dann haben wir hier noch Zorn.
Und ja, das spiele ich jetzt eventuell. Ach komm, dann machen wir das auch schon so. Das muss nur einmal ungünstig laufen mit den Karten und dann fängt man sich richtig eine. Bei die können sich dann noch heilen. Aber das geht noch. Aber bei anderen, dann hat man da schon echt ein Problem. Dann kriege ich den halt in einem Kampf da auch nicht mehr komplett hochgeheilt. So. Dann hätten wir da oben noch einen Kampf. Dann nehmen wir den auch direkt mit. Okay, du willst erstmal nichts machen. Wir haben hier aber leider, ich brauche noch ein bisschen Kator. So, wir spielen mal die Frösche. Die jetzt hier aber auch irgendwie nicht so richtig reinpassen. Wir spielen das einmal. Dann spielen wir einmal Zorn. Das brauchen wir beides nicht. Und jetzt hatten wir wieder 4 Energie und ich kann die nicht nutzen. Also Kator ist dementsprechend, wäre halt auch noch gut, mehr davon zu bekommen. Einfach, dass ich dann früher die Verbündeten kriege und dass ich direkt im ersten Zug auch die richtigen die Verbündeten dann schon spielen kann. Deswegen müsste ich echt noch mal gucken, dass ich noch eine Karte mitnehme, die ja mir Card Draw gibt. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen blöd. Da haben wir noch mal befördern. Gut, damit könnten wir Schaden machen. Ich gebe dir das noch so. So. Einmal Crocs Abendessen auf jeden Fall. Das befördern wir dann auch direkt. Und mit dem Rest können wir jetzt halt auch nichts machen. So, beschleunigen. Das sind 20, 27, 37, 41, 46. Das reicht dann auf jeden Fall. Dann würde ich dich halt nochmal befördern. Zum Ersetzen. Nee, Quatsch. Er hat wieder knapp die Hälfte. Wir haben halt auch noch eine Menge Heilung, ja, ist klar. Ist doch klar, aber ich bin trotzdem damit nicht so ganz zufrieden. Und jetzt ist vor allen Dingen die Frage, wohin? Ich will halt dahin, aber ich hätte das hier auch noch gerne. Das Problem ist nur, wenn wir das jetzt hier nehmen, das sind 4 Felder, dann können wir das noch mitnehmen. Hier ist halt aber auch eine Menge wieder blockiert. Und wenn ich jetzt hier so runtergehe, komme ich da aber auch gar nicht hin. Dann hätte ich noch 3. Könnte ich hier hin? Es wird halt nicht reichen. Also ich müsste doch eigentlich erstmal schauen, dass wir vielleicht... Oder, ja... Oder ich versuche das hier mit dem Pigment. Aber es gibt noch mal Seiten. Das ist schon mal super. Dann machen wir das mal so. Und ich würde mich halt echt gerne noch mal so ein bisschen heilen. Sieht jetzt nicht so ganz danach aus, dass das passieren wird, aber hey. Crocs Abendessen. So, Zorn. Wäre schon mal ganz gut. Was eigentlich ist... Okay, hätte ich zuerst spielen sollen, ne? Ja.
Aber wir haben die Karte zum Verteidigen. Das ist schon mal super. Und die Verbündeten sind natürlich auch so gut gegen getarnte Gegner. So, einmal beschleunigen. Einmal bitte befördern. Und ich spiele jetzt zweimal verteidigen. Ich muss jetzt halt echt aufpassen mit diesen Fröschen. Aber ich habe ja meine eigenen Kampfkröten. Das könnten wir halt auf jeden Fall machen. Die Frage ist halt, ja, das ist jetzt auch nicht so toll. Ich nehme dann die Kampfkröten. Ich muss den halt relativ schnell auch erledigen. Ne, sonst wird das hier echt zum Problem. Sonst werden die echt zum Problem. Da haben wir jetzt zweimal befördern. Oh Gott, das ist jetzt aber auch nicht so toll von der Hand gerade. Nochmal befördern. Tja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das war jetzt echt ein bisschen blöd. Ich hätte sie nach vorne, wobei sie wäre... Ah, Mist. Obwohl, es hat sogar gereicht. Es hat doch gereicht. Cool, dann haben wir da wieder Tinte. Dann, ja, ist hier aber auch gerade ein bisschen blöd. Dann müssten wir das einfach mal so machen. Dann können wir hier nochmal ganz kurz gucken. Mehr Frösche, Auge um Auge, nach vorn behalten. Füge bis zum nächsten Beginn, zum Beginn deines nächsten Zugs allen Gegnern immer dann, wenn Seifer Schaden erleidet, denselben Schadensmenge hinzu. Das könnte natürlich... Es passt halt nicht so richtig zu dem, was ich hier habe. Das ist das Problem. Ansonsten könnte das halt echt okay sein. Also falsch wäre es jetzt nicht. Die Karte kostet auch nichts, ne? Aber es werden dann halt wieder mehr Karten und das Deck wird größer. Ich glaube, ich nehme es nicht mit. Diesmal nicht, nee. So. Das gebe ich dir. Federkeil. Okay, mehr aufdecken. Ja, ist okay. Ist okay. Gut, die Frage ist halt... Wie wird das? Ja, das wird schon passen, ja. Wobei, da werden wir dann auch nicht mehr allzu viel sehen. Gut, dann haben wir hier zweimal befördern. Machen wir das einmal. Dann kriegen wir das. Das brauchen wir halt jetzt nicht. Dann machen wir das nochmal. Dann hast du hier Zorn, was halt auch nichts bringt. Dann haben wir hier noch die Kröten. Dann haben wir jetzt erstmal hier alles an Verbündeten raus, was geht. Weil so drei Züge sind halt auch nicht allzu viel. Das Gute ist aber, dass er nicht angreift. Okay, wir haben Befördern. Was bekommst du? Dann haben wir hier... Ich denk nie dran, diese Karte zuerst zu spielen. Was ist das denn, Mann? Dann macht die immer weniger Schaden. Weil ich davor andere Karten spiele. So, dann gebe ich dir das nochmal, folge dem Boss, dann machst du das mal, dann haben wir hier nochmal befördern, wobei das hätte ich eigentlich auch zuerst machen können, sollen, dürfen, was auch immer. Jetzt hatten wir gar nicht Crocs Abendessen. Schade. Das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen.
So, du hast noch so viel Leben. Ich nehme jetzt erstmal noch keine Heilung. Sondern wir kämpfen erstmal noch weiter. Und danach gehe ich vielleicht sogar schon zum Boss. Mal gucken. Oder was heißt schon? So nach 40 Minuten, 45 Minuten. Jetzt machen wir das so. Dann nochmal so. Dann habe ich halt jetzt schon wieder so viele Karten hier, mit denen ich gerade nicht so viel anfangen kann. Das können wir jetzt leider nicht blocken. Das tut natürlich ihr dann besonders weh. Wenn ich dann, wenn sie sich nicht heilen kann. Halbieren, das wäre schon mal was. Die spiele ich jetzt, glaube ich, zuerst. So, dann können wir einmal beschleunigen spielen. Dann können wir nochmal verteidigen spielen. Und dann würde ich sagen, wir halbieren mal deinen Schaden. So, dann bleibt er jetzt mal ein bisschen hinten. Damit er sich dann auch wieder hochrein kann. So, okay, dann haben wir da wieder Zorn. Ich würde erstmal Karten ziehen, weil wir kriegen doch hier bestimmt noch, genau. Dann machen wir das nämlich so. Du wirst das auf jeden Fall da blocken, deswegen sehe ich da jetzt erstmal nicht so das Problem. Du gehst damit nach vorne, aber wir könnten dann auch direkt danach verteidigen spielen und dafür keine Kampfkröten. Ich glaube, ich mache das jetzt auch so. Nein, können wir nicht, verdammt. Mist. Zorn würde ich so, glaube ich, nicht spielen. Wobei. Wir fangen mal damit an. Beziehungsweise ich hätte Beschleunigen erst nehmen sollen. Angriffsschaden halbieren. Ja, dann reicht das ja schon. Ich muss ja eigentlich nur die Karten spielen. Bei sowas bietet sich das natürlich auch an, wenn man noch Mana übrig hat und hat Verteidigen und braucht es eigentlich nicht, die einfach dann nochmal zu spielen, um dann nochmal 6 Damage immer zu machen. So, das ist schon mal ganz nett. Dann ist jetzt die Frage, ach, wir können ja auch noch nicht zum Boss, aber hier haben wir jetzt soweit alles abgegrast. Ich würde jetzt am Anfang schon mal einfach einmal zumindest einmal Heilung nehmen. Und je nachdem, wie es dann danach läuft, würde ich mir die anderen 2 nehmen, wenn ich so viel Schaden kriegen sollte. Sonst ist das erstmal, oh, das ist eigentlich ganz okay hier für den Anfang. Können wir den Schaden auch halbieren. Crocs Abendessen können wir spielen. Dann hat er schon eine größere Heilung. Dann kriegst du das jetzt erstmal. Und dann spielen wir Zorn. Und nochmal verteidigen. Dann haben wir doch schon ein bisschen Schaden gemacht. So, und 14 Damage sind eigentlich auch nicht so das Problem. Ich könnte natürlich sowas jetzt hier spielen. Oder ich mache einfach, ich nehme Befördern. Und dann, ich glaube, du kriegst dann so nochmal ein bisschen Block. Gut, ich habe jetzt nach vorne gepackt, auch wenn er Schaden kriegt, aber hier, Crocs Abendessen hat jetzt schon 18. Und wenn ich das einfach weiter befördere, was ich jetzt auch mache, dann sind wir schon bei 28. Das sieht doch echt ganz gut aus. Die Frage ist halt, folge dem Boss. Ja, das ist doch super. Das lief doch ganz gut. Auf jeden Fall. Da brauche ich die Heilung auch erstmal nicht nehmen. Runen ins Medaillon. Wird ein Verbündeter von dir gespielt, heile diesen Helden für 2 Leben. Oh, das ist ja auch nett. Das kriegst natürlich du. Noch mehr Heilung. Was ist denn hier auf einmal los? Doppelter Schaden, aber auch nur einmalig. Gut, muss ich nur dran denken. Ja, okay, dann gehen wir jetzt auch zum Boss. So nach 45 Minuten mal wieder. Und dann haben wir wieder Captain hier.
bei Ursache-Versehrlichkeit und ausgelöst führe dann vor dem Angriff wechseln bei den Helden durch. Okay. Du bist verletzlich. Ach, ich könnte auch wieder ihn jetzt hier nehmen für den Kampf. Danach werden sie eh wieder geheilt. Aber ich könnte das ja auch während des Kampfes benutzen. Das mache ich ja meist nie, aber könnte ich. So, wir hauen jetzt erstmal hier mit zu. Spielen einmal beschleunigen. Und das kostet halt jetzt echt 3. Wollen die mich denn veräppeln? Ja komm, dann nehme ich auf jeden Fall befördern. Autsch. Gut, wir haben 4. Das ist schon mal super. Oh, die Karte ist so gut. Die Karte ist echt so gut. Ich werde dich jetzt mal befördern. Ich brauche nämlich irgendwie mehr Block. Okay, kostet wieder 3. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich gebe dir jetzt einfach das erstmal wieder. Dann spielst du hier einmal Block. Das macht das so viel einfacher in Kombination dann noch mit dem hier und der Heilung. 20 mal 2. Okay, das ist wieder halbieren und dann noch halbieren dazu. Das ist halt echt... Das ist ja schon fast lächerlich. So, das spiele ich jetzt erstmal nicht. Sondern wir spielen erstmal... Nee, Moment. Wir spielen erstmal befördern. Dann spielen wir das. So, dann hast du 20. Dann spiele ich einmal beschleunigen. Und ich würde jetzt vielleicht das gleich bei ihr auch schon benutzen. Also die Heilung. So, die ganzen anderen Sachen hier. Das können wir einmal nehmen. Ja, ich benutze jetzt schon die Heilung. So, einmal befördern. Befördern wir dich wieder. Zorn. Achte auch gar nicht drauf, was der macht. Ich muss auch nicht drauf achten, weil ich heil mich, ich block alles. So viel dazu. Jetzt hat er 25 Block. Ich nehme mal bei dir wieder befördern. Ja, dann. Machen wir das einmal so. Dann bist du sowieso tot. 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 Und das ist so lächerlich. Mit dem hier auch. Der gibt dann 36 Block pro Runde, macht dann aber auch pro Runde 36 Schaden. Das ist so stark. Den hatte ich ja früher auch schon mal. Das war mir so damals auch nicht so richtig klar. Oder ich habe da nicht so drauf geachtet. Der Held, der diesen aufnimmt, zieht 3 Karten. Der Pokal mit dem Portal. Splitterdorn. 5 Karten, ja, könnte mal passieren. Behalten. Puh, das wäre natürlich... Das wäre okay, wenn ich Verbündete nicht spielen kann, weil ich was anderes spielen muss, um die dann auf der Hand zu behalten. Und was da steht, ist das dann pro Runde? Ich glaube, ich nehme den Pokal. Und ich glaube... Oh, das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage. Nehme ich das bei ihm wegen den Verbündeten?
Oder nehme ich das bei ihr, um dann vielleicht mehr Schaden reduzieren zu können? Weil so tolle Blockkarten haben wir auch nicht unbedingt. Deswegen, ich glaube, ich würde das sogar, ich würde das ihr mal geben. Glücksfall. Waffe verzaubern eher nicht so. Erhalte 14 Block, ziehe eine Karte, lege dann eine Karte aus deiner Hand auch oben auf dein Deck. Ja, nee, ich glaube, das passt so. Was haben wir hier? Ermächtigen, wähle einen Gegner, dein anderer Held greift ihn für 12, das kennen wir schon. Benommenheit, reduziere die Stärke eines Gegners um 4 für einen Zug, erhalte 2 Block. Das klingt auch gut. Während diese im Spiel ist, wirst du deine Hand behalten und zwischen den Zügen Energie speichern. Das wäre natürlich auch super. Das wäre richtig super. Das Problem ist, dann ist ein Slot belegt von dem. Dann machen, dann, der macht halt keinen Schaden. Aber ich glaube, ich würde den Biomanten nehmen. Ziehe 2 Karten. Ach so, das ist jetzt darauf bezogen. Jetzt nach dem Boss mehr Karten zu ziehen. So, ziehe 2 Karten, beschwöre 4 Frösche. Nee, beschwöre. Nee, ich glaube, ich nehme nochmal hier sowas wie Kappa Studium. Plus 5 Damage. Das passt alles nicht. Ich glaube, ich nehme Rubin. Stapel Seiten, Heilung, dann das und dann. Plus 5 Damage. Plus 5 Damage wären halt für Zorn nett. Und da kann ich, glaube ich. Doch, das geht sogar. Das spiele ich halt dann auch eigentlich immer. Dann würde ich das, glaube ich. Dann würde ich das da reinsetzen. Dann machen wir das so. Gut. Sieht doch echt ganz gut aus. So, jetzt können wir hier nochmal ganz gut schauen. Wenn ein Gegner Schaden nimmt, erhält Seifer 1 Zorn. Das wäre auch ganz cool. Minus 2 Stärke. Ja, noch mehr Heilung brauche ich nicht. Ich nehme da echt Bosheit. Dann sind halt auch die Verbündeten stärker. Oder dann kann ich die stärker buffen letztendlich. Gut, und dann machen wir dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.